Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dark Souls 3. So, ich bin auch gar nicht recht viel weiter gegangen, nur im Leuchtfeuer und dann links runter. Und dann bin ich in den Raum hier gekommen. Jetzt schauen wir mal, wie es jetzt hier weitergeht. Auf jeden Fall muss man höllisch aufpassen auf den blöden Kugellader. Wir gehen jetzt mal hier rein. Mei. Was ist denn? Mei, wo rennen die denn immer hin, die Dinger? Ich verstehe das nicht. Okay, ich habe es aber trotzdem bekommen anscheinend. So, jetzt hoffe ich mal, dass ich den hier irgendwie backsteppen kann. Nein! Oh, mit in den Tod gefallen. Okay, dann starten wir beim Leuchtfeuer, dann könnt ihr sehen, es war nicht weit. So, genau. Gleich hinterher. Ah. Vorher habe ich es geschafft. Okay. Mit dem blöden Mobs hier umbringen. Fertig jetzt langsam. Mich mal. So, jetzt aber. Blöde Ratte da. So, jetzt gehen wir nochmal dahin. Ich hoffe mal, dass ich jetzt nicht wieder runterfalle. Und dass meine Seelen jetzt noch da liegen. Es wäre nicht so toll, wenn die weg wären. Okay, so viel waren es aber eigentlich gar nicht, glaube ich. So. Jetzt aber Backstep, komm, Baby. Jetzt auch. Oh, der hat eine Reichweite, ey. Heftig. Boah, was ist denn? Mann. Eieiei, jetzt sterbe ich aber ganz schön oft. Ist meine Waffe vielleicht schon ein bisschen zu schwach oder so? Wenn ich mal nach einer anderen Waffe schauen sollte. Mit der eigentlich gut ausgekommen bin bis jetzt. Blöden Ratten. Oh, der wieder. Das ist auch so ein scheiß Gegner hier. Ja, genau.
So. So wird er diesen blöden Gegner da hinten jetzt down kriegen. Ich will mal was probieren. Vielleicht kann ich den ja runterschieben. Ich habe so ein Schild angegriffen mit dem. Mit dem Schild hier. Vielleicht kann ich den wirklich da runterschieben. Probieren wir jetzt einfach mal. Ah, es ging. Ich konnte ihn runterschieben. Geil. Und meine Seelen? Meine Seelen? Sag nicht, ihr lebt noch. Hä? Sag nicht, ihr lebt jetzt noch hier unten. Mann. Die Hängebrücke droht einzustürzen. Okay, ich glaube, da werde ich erstmal nicht darüber gehen. Schauen wir erstmal, was hier ist. Ah, hier ist der Shortcut. Oder? Das ist ein Shortcut. Machen wir mal auf. Okay, hier war ich auf jeden Fall noch nicht. Aber so, das ist schon wieder jetzt. Ein Geräusch. Erstmal. Oh. Ich gehe aber erstmal hier, wenn es ein Shortcut ist, müsste hier eventuell vielleicht noch ein Leuchtfeuer vielleicht irgendwo sein. Was ist denn das? Ich will hier gar nicht hochgehen. Na komm, hilft nicht. Einfach hoch. Ah, alles klar. Wo bin ich jetzt? Ich habe keinen Plan, wo ich bin. Boah, eine Riesenratte. Mein. Ah, warte mal. Genau, von hier, glaube ich, bin ich runtergekommen. Genau, von hier bin ich runtergekommen. Und dann haben wir hier jetzt schon mal den Shortcut frei. Sehr gut, dann brauche ich da hinten nicht mehr lang. Aber ich wollte mich eigentlich hier noch ein bisschen umgucken, bevor ich dann unten weitergehe. Da werden wahrscheinlich wieder 10 verschiedene Gänge irgendwo sein. Ich glaube, ich gehe jetzt mal hier weiter. Schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Ah, ein Haufen Gegner, gell? Aber da ist Loot. Boah. Mann, das sind Fleischklumpen hier. Jetzt habe ich mir mein Feuer ausrüsten. Kannst du aber noch mal mit dem Schwert probieren, aber ich glaube, mit dem Schwert ist der Schaden nicht so groß. Ja, das ist zu wenig. Ja, Feuer ist mehr Schaden.
ich glaube, ich werde jetzt aber herpullen. Und zwar mit dem Bogen. Der denn da? Na, jetzt ist hier schon wieder so einer. Ruhe. Komische Schleimklumpen. Nein, wo kommen denn die ganze Zeit her? Irgendwo eine Decke oder so. Da oben hängen sie. Ekligen Schleimbatzen. Da oben hängt jedenfalls noch so ein. Komischer Schleimbatzen da oben. Schauen wir, dass wir den runterballern. Okay. Hat den Auge ja noch da. Mei, treffe ich den jetzt nicht. So. Mei. Kommt der denn her schon wieder? Jetzt komm her, kommt Papa. Mei, jetzt sterbe ich hier. Mann. Jetzt kann ich die blöden Schleimbatzen da nochmal machen. Nein, das gibt's doch nicht.
So. Hier ist noch eine. Jetzt abgehauen oder was? Dann bringen wir die mal gleich. So, sind hier noch irgendwo Schleimkugeln, Batzen, keine Ahnung was. Da Schleimi. So, was will man den da holen? Oh, jetzt trifft der mich noch. Wo ist der jetzt? Bin ich hier runtergesprungen irgendwie? Hä? Ah, der ist da oben! Ist da oben runter? Da ist ein Schleimi. Hier ist auch einer. Oh, genau über mir auch. Ja.
Hathors Blutring. Den schauen wir uns jetzt gleich an. Jetzt mache ich bloß noch schnell. Dann könnten wir uns eigentlich gleich anschauen, gell? Die werden jetzt hier nicht herkommen. Hathors Blutring. Schau lieber nochmal. Verstärkt Unbesiegbarkeit bei Rollen auf Kosten der Abwehr. Diesen Ring tragen die Krieger Sandkönigreichs Kathos. Er erhöht die Unbesiegbarkeit bei Rollen auf Kosten der Abwehr. Die Schwerttechnik von Kathos beinhaltet fließende Bewegung mit einem Krummschwert. Meister dieser Technik sollen ihre Gegner verwirren können, indem sie so schwerelos wie Sand, wie ein Sandkorn bewegen. Sie leben ihren Hochfürsten Volnir, die Eroberer der meisten Königreiche, die ihrem Volk bekannt sind. Okay, das ist eigentlich das gleiche wie der Ring hier. Ja. Jetzt hoffen wir mal, dass der andere hier nicht runterspringt. Mal schauen, ob es hier noch irgendwo versteckte Wände gibt. Man weiß ja nie. Okay, schaut nicht so aus. So, dann gehen wir mal hier weiter. Weil hier ist nämlich das Loch, hier ist er wahrscheinlich vorher runtergesprungen. Vorne war ja, glaube ich, nichts mehr, gell? Na. Okay, gehen wir hier weiter. So, genau da vorne ging es zu dem einen. Wir haben aber den Shortcut geöffnet. Gehen wir hier weiter. So, schauen wir jetzt, was hier jetzt alles aufsteht gleich. Ich glaube, den werde ich nochmal runterschmeißen. Ich werde ihn jetzt nochmal runterschmeißen und dann ist die Folge auch schon wieder vorbei. So. Was da mit der Brücke auf sich hat, wo es dann da weitergeht, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Wenn euch das ein bisschen gefallen hat, könnt ihr ein Abo da lassen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Andi.